Jawohl, und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Prison Architect. Und ja, machen wir weiter an dieser Stelle. Wir haben ja letzte Folge unseren Gefängnisblock hier stark erweitert, sind jetzt eigentlich auch kurz vor der Auslastung, größentechnisch. Wir müssten uns mal erweitern, diese Folge. Und ja, jetzt gehen die Gefangenen aber hier erstmal zu Bett und darauf warte ich eigentlich jetzt gerade. Denn was gibt es Besseres, wenn man gerade ja ins Bett geht und eigentlich schlafen will, als eine kleine Razzia. Guten Morgen. Und ja, ihr seht es vielleicht, wir haben jetzt ja ein deutsches Sprachpaket installiert und können jetzt ja uns alles auch in Deutsch mit angucken und durchlesen. Wir haben ja jetzt Informationen, die ich auch verstehe. Hier steht jetzt wirklich auf Deutsch da, was hier los ist und so weiter, und ich kann es endlich mal ja verstehen. Ihr wisst ja, mein Englisch ist ja very, very good. Oder well, keine Ahnung. Sehr bescheiden. Die kotzen hier in ihre Zellen rein. Sagt mal, Alter, haben wir keine Putzkräfte mehr hier? Wo sind die denn? Wir haben doch irgendwo Personal. Warte mal, das ging doch hier, glaube ich, immer. Personal. So, wo ist denn der? War das nicht immer so, dass wenn man hier drüber fährt, dass man dann den sieht? Guck mal, hier ist einer. Welcher bist du denn? Ja, wenn ich nicht jetzt hier draufklicke, tue ich den feuern. Das will ich jetzt auch nicht. Es ging doch... Jetzt ging es kurzzeitig. Okay, der switcht aber immer zu denen um, die ich gerade nicht will. Hier, jetzt bin ich bei den Küchen, jetzt switcht auf den Gardener um oder auf den Gärtner. Ja, keine Ahnung, was hier los ist. Merkwürdig. Na gut. Also wir haben irgendwo Putzkräfte, aber die sehe ich nicht. Also bis auf den einen, der hier gerade irgendwo mal lang ist und jetzt schon wieder weg ist. Die müssten eigentlich mal ein bisschen was mehr machen. Ach, die verteilen jetzt hier auch noch nebenbei die Wäsche. Das ist ja kein Wunder, dass die nichts schaffen. Wieso verteilen die denn die Wäsche? Haben wir hier ja keine Gefangenen dafür, die das machen? Wieso haben die eigentlich keinen Generalschlüssel? Die haben nur einen Personalschlüssel. Okay. Tja, Leute, wir haben zu wenig Wächter, die sich hier drum kümmern können. Besser gesagt, ja. Okay, egal. Wir bauen hier mal nebenbei das. Wir erweitern das hier mal. Und sagen unserem anderen Personal, nämlich den Bauarbeitern hier schon mal, dass ihr eine entsprechende Wand hier entlang setzen sollt. So, einmal bis da unten bitte. 1, 2, 3. Genau. Dann bitte das Ganze hier drüben auch noch. So, 1, 2, 3. Und dann müsst ihr es perfekt hier abschließen, wenn alles passt. Jawohl. So, dann sollen die da nämlich schon mal die Gefängnismauer erweitern. Hier will einer ausbrechen. Okay, der wird jetzt bestimmt gleich verlegt in die Einzelhaft. Oder besser gesagt, na gut, der hat erstmal Handschellen angelegt bekommen. Ja, super, da können wir unseren Leuten hier gleich schon mal sagen, hört mal auf mit dem Mauerbau hier. Wir müssen erstmal die Tunnel hier abreißen. Zeige Verbindung, versteckte Verbindung, was ist das denn? Verkabelt, verbindet sich zu anderen verkabelbaren Gegenständen. Okay. Verbinden, okay. Ja, müssen wir uns später mal angucken. Ich will jetzt erstmal gucken, da das jetzt alles deutsch ist, sieht das auch alles ganz anders aus. Wo können wir denn die Tunnel da entfernen? Vor allem, was das für ein Weg gegraben ist hier. Ein Stückchen nach da und dann so nach Motto, ach nee, doch nicht, ich gehe hier nochmal zurück und da lang. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz gut, dass wir immer mal wieder diese Razzias machen, denn ihr seht ja, was die alles hier anstellen, die Gefangenen. Fehlgeschlagen. Umschlossen, muss von Wänden und Türen umrandet sein. Ach, das betrifft jetzt die Zelle, okay. Ich wollte aber eigentlich mir den Gefangenen mal anzeigen. Okay, den darf ich irgendwie nicht anklicken. Schade. Na gut. So, wie weit seid ihr denn mit der Mauer? Okay. Wird wohl noch ein Weilchen dauern, aber ja, wir können mal gucken, was sie hier in der Zwischenzeit so treiben. Okay, jetzt wird hier mal geputzt. Ist auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir brauchen generell mehr Putzkräfte. Die schaffen ja gar nichts hier eigentlich in der Zeit. Können wir denn mal noch den ein oder anderen
anstellen. 2, 3. Ja, nochmal 3 dazu. Da haben wir das mal verdoppelt erstmal. Es geht ja schon. Und die Gärtner haben, glaube ich, auch allerhand zu tun. Die werden auch nicht so richtig fertig, habe ich das Gefühl. Also draußen schwirrt zumindest keiner rum. Na doch, jetzt gerade. Und die ruhen sich aus. Ach, wir brauchen auch noch einen Personalraum, genau. Das sollten wir auch mal in Angriff nehmen. Hm. So viel zu tun, Leute. So viel zu tun. Und ich weiß gar nicht, womit ich an zuerst anfangen soll. Eieieiei. So. Ich will erstmal eigentlich zum einen... Ja, wir haben ja gerade ziemlich viele Baustellen, glaube ich. Ich will zum einen irgendwie mal auch so ein Stück Mauer... Nicht genügend Geld, ja. Ja, es ist halt sehr teuer. Aber ich dachte mir, dann kann ich das hier vielleicht abschließen. So umrunden. Dann kann ich diese Mauer für dieses Teilstück zumindest mal entfernen. Und dann können wir das... Können wir hier zum Beispiel noch einen Personalraum reinsetzen. Das wäre doch eine Maßnahme gewesen. Aber wenn wir keine Kohle haben, dann haben wir keine Kohle. So, die Mauer ist fertig, scheinbar. Ja, müssen wir sicher gehen, dass sie wirklich fertig ist, weil wenn ich jetzt hier die andere Mauer abreiße, wäre ungünstig, wenn da noch irgendwo anders eine Lücke wäre. Aber ich glaube, ja, das sieht gut aus. Das können wir so nehmen. Wir werden mal, wo haben wir es denn? Ja, das Holz verkaufen. So. Und haben wir noch irgendwo anders Holz? Nein, sieht mir nicht danach aus. Ach so, das tragen die jetzt auch noch weg? Okay, tragen die das jetzt ins Lager oder wohin? Okay, hier scheint jemand zu putzen. Ja, hier haben wir das Holz. Na wunderbar, da können wir es ja gleich verkaufen hier. So, das hätten wir. Und dann können wir hier nämlich langfristig unseren Zellenblock zum einen erweitern und zum anderen, wenn wir den hier oben nochmal ein bisschen einkürzen, denke ich, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Platz haben für andere Dinge, die da kommen mögen. Und wir bräuchten eigentlich das Feld hier auch noch. Also so richtig glücklich bin ich ja noch nicht damit. Was kostet das denn? Kann man das irgendwo sehen? 30.000. Alter, wir haben doch keine Kohle. Wo sollen wir das Geld denn hernehmen? Haben wir denn noch Aufträge, die wir erfüllen können? Programme? Nee. Da, Bildungsreform in Arbeit. Strafzahlung, okay. Ziele, schalte Ausbildung frei. Haben wir. Ach, sehen wir auch hier drüben. Habe 15 bestandene Grundbildungsprogramme. Habe 5 bestandene Allgemeinbildungsprogramme. Okay. Wie können wir das denn sehen, wie viel wir denn schon haben? Das würde mich auch mal interessieren. Das war doch hier irgendwo Programme, genau. 7 interessiert. Was heißt, das ist wahrscheinlich der Balken. Kann man auch irgendwo sehen, wie viel jetzt hier bestanden haben und wie viel nicht und so weiter und so fort. Ja, irgendwie nicht so richtig. Und ich würde ja gerne mal sehen, was in diesem Raum dort vor sich geht. Vielleicht sollten wir einfach nochmal, warte mal, Personal. Wir stellen mal noch eine Wache. Wie blockiert? Okay, wir stellen mal noch eine Wache ein und die stationieren wir hier drin. Ich würde das gerne sehen, was hier drin passiert. Wir haben später noch die Möglichkeiten, hier mit Kameras und allem Möglichen zu arbeiten. Ja, wir haben nur halt im Moment das Problem, dass wir überhaupt keinen Platz haben. Und hier könnte ich mir ja vorstellen, dass wir dann hier auch noch was dazu bauen. Hier kann ich mir eigentlich im Moment nur vorstellen, den Zellenblock zu erweitern. Was anderes wüsste ich jetzt hier gar nicht, was wir hier noch machen sollen. Ich will den vor allem auch eigentlich ein bisschen weiter nach hinten verlegen, dass wir hier wirklich einen Eingangsbereich machen können, dass dieses Gebäude hier noch um die Ecke mit rumragt und dann quasi hier drinnen erst der größere Gefängnisbereich mit auch mehr Grün und so weiter kommt. Also Grün will ich schon noch machen, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, also bei der Reihenfolge, wo ich das Gebäude hier gestartet habe, glaube ich. Ja, aber eins nach dem anderen. So, wir können ja erstmal gucken, dass wir das Gebäude hier erweitern können. Wir haben Zellenmangel im Endeffekt und sollten das halt auch mal in Angriff nehmen. Und dazu, ja, wie machen wir es denn? Die Wand muss im Grunde genommen dort schon erhalten bleiben. Moment, wir gucken mal. Das ist 22 hoch, okay. Und wenn wir jetzt hier, Moment, Wand, ne, hier ist Wand, Wand.
1, 2, 3, 4, 5. Plus 22. Okay. Plus 22. Aber das haut ja auch nicht hin. Ich habe nie was Kleines. Also, ich habe da was vor, aber ich glaube, das klappt nicht. Dann müssen wir. Machen wir doch 22, oder? Wobei es eigentlich 21 sein kann, weil die eine Wand ist ja da schon. Machen erstmal 21. Da haben wir erstmal einen Teil davon. Und werden hier mal vorübergehend ein Türchen reinsetzen, weil ich weiß nicht, wie das sonst geht. Ob es reichen würde, wenn wir die Wand hier einfach einreißen. Aber da es halt einen Eingang benötigt, denke ich mal, wird es die Tür vielleicht auch erstmal tun. Das Ganze können wir natürlich auf der gegenüberliegenden Seite auch noch anstellen. Lassen wir hier nochmal plus 21 machen. Keine Lampen kaufen. Plus 21. Und dann dementsprechend hier auch nochmal die Tür rein. Wo haben wir sie? Das ist doch hier. So. Und die ganzen Lampen da sollen raus. So. Alle, genau. Und dafür reißen wir jetzt hier einfach mal die Wand ein. Und, na, eigentlich auch die Tür. Können wir die demontieren. Genau. So, das Ganze werden wir dann hier dann auch gleich wieder machen. Die Türen, die verfallen ja nicht oder so, die werden wir dann noch behalten, so langfristig. Und wiederverwenden natürlich, aber ja, aktuell besteht da, glaube ich, kein Bedarf danach. So, das machen wir noch grün. Das auch. Und na, hier können wir auch noch ein bisschen grün machen. So weit wie wir kommen erstmal. Wir müssen halt auf die Kohle achten. Wir haben nicht so viel. 3200 haben wir gerade mal noch. Das ist jetzt nicht die Welt. Und ja, hier ist gar keine Wache mehr drin, kann das sein? Stationierung. Ja, hier sollte ursprünglich mal eine Wache drin sein. So, das Gebäude ist gleich fertig. Und zwar, glaube ich, genau jetzt. Jawohl. Dann entfernen wir mal die Lichtlein und verkaufen aber auch ganz wichtig das Holz. So, da kriegen wir wenigstens ein bisschen Kohle wieder. So, und da auch noch. Und da auch noch. Und hier noch. Und da noch. Okay. Müssen wir dann eh nochmal machen, wenn das andere dann auch gefällt ist. So. Dann bitte hier schon mal die Tür wieder demontieren und aber auch ja, das hier abreißen. Jawohl. Dann können wir hier nämlich unsere Zellen noch erweitern. Sollten wir vielleicht erstmal hier die Mauern ziehen. Okay, da hat jemand was geschmuggelt. Wir machen das mit den Mauern erstmal auf der Seite. Weiß auch gar nicht, für wie viel jetzt unsere Kohle reichen wird. Also ich glaube nicht so viel. So, werden dann hier noch die anderen Mauern mit reinsetzen. So, das hätten wir. Und bitte dasselbe auf der anderen Seite auch nochmal. Können wir denn schon klonen eigentlich? Geht es denn schon? Tatsache, das würde sogar schon gehen. Okay, dann muss ich jetzt mal kurz nachdenken. Nee, nee. Lass mal. Wenn ich jetzt klonen will, ich muss dort unten. Und würde das bis dahin. Okay, das war dann zu weit. Aber ich würde. Warte mal, geht das nicht auch so? Ich würde. Nein. Nochmal. Ich würde. 1, 2, 3, 4 Zellen damit voll bekommen. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt hier richtig. So in der Art müsste es sein. Genau. Jawohl. Sehr schön. Da passt das ja ganz gut. Da sparen wir uns im Endeffekt, glaube ich, ein bisschen Arbeit, wenn wir das so machen. Dann können wir das nämlich hier auch noch probieren. So. Nicht genügend Geld verfügbar. Okay. Schade. Aber seht mal, Leute, wie leicht das ist.
Dann haben die ja jetzt alles geklont und ja, müssen das natürlich noch dementsprechend aufbauen. Was hier vielleicht nicht geklont wurde, das müssen wir mal schauen, sind die Wasserleitungen. Genau, die sollten wir hier vielleicht noch erweitern. Vielleicht hier auch schon mal. Und die Stromleitungen müssten wir auch noch dazu nehmen. Jawohl. Und dann haben wir aus unserem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, naja, 13-Zellen-Block wird dann langfristig ein 26-Zellen-Block. Und hier auch noch, natürlich nochmal auf der anderen Seite. Jawohl. Ja, finde ich ganz praktisch, dass das so, ja, reibungslos funktioniert mit dem Klonen. Finde ich schön, gefällt mir. Und ja, es ist halt nur das nächste Ziel. Irgendwie brauchen wir halt mehr Kohle, dass wir uns noch mehr leisten können. Dazu aber natürlich auch gleichermaßen wichtig, dass wir hier diese Zellenblocks errichten, denn je mehr Gefangene wir haben, desto mehr Kohle werden wir verdienen. Das ist ja auch ganz klar. So. Jetzt hatten wir diese Nacht gar keine Razzia gemacht, kann das sein? Ja, ich glaube. Gut, aber wir werden trotzdem, also ich hoffe mal nicht, dass jetzt einer abgehauen ist, aber wir werden das dann mal nachholen müssen, dann im Laufe der Zeit. Und jetzt können wir nochmal probieren hier mit dem Klon. Ach, das hat er nur so einen ausgewählten. Das ist ja noch praktischer. 2790 steht auch gleich dabei. Wunderbar. Dann können wir dort nämlich noch die Zellen erweitern. Und wir können aber auch hier schon mal so oder so vielleicht den Zwischenboden komplett reinlegen. Wenn wir das entsprechende Kleingeld dafür hätten. So, jetzt müsste es aber passen. Ja, dann haben wir doch schon wieder ein paar mehr Zellen. Wie viele Gefangene nehmen wir denn eigentlich auf pro Tag? Würde mich auch mal interessieren. Nee. 3 pro Tag, okay. Hätten die Möglichkeit bis zu 100 aufzunehmen, auch nicht verkehrt. Haben wir nur nicht den Hauch des Platzes dafür. Bin ja froh, wenn ich hier mit unseren Gefangenen schon klarkomme, mit den 3 Neuankömmlingen pro Tag. Aber gut, das wird ja im Laufe der Zeit vielleicht alles noch wachsen und gedeihen. Was haben wir denn da? Okay. Da ist der Boden noch nicht fertig gewesen, aber werden wir natürlich dann auch noch uns drum kümmern, wenn es dann soweit ist. Wie lange nehmen wir denn eigentlich schon wieder auf? 17 Minuten, ach, das geht ja noch. Da haben wir noch Zeit. Ja, aber wir müssen jetzt trotzdem erstmal auf Kohle warten. Ohne dem wird es nicht. Wir können ja mal gucken, was die Gefangenen so treiben, einfach. Und genau, ich wollte mal gucken, wo hier Schmuggel stattfindet und wo nicht. Das würde mich auch mal interessieren. Okay. Also da sollten die Gefangenen wahrscheinlich nie reinkommen, weil hier können die alles mitnehmen. Okay. Ja, in der Küche Messer. Als Waffen, Werkzeuge und Metall natürlich. Gabel, Waffen, Werkzeuge und Metall. Okay. Luxusgüter, Luxusgüter, Luxusgüter. Okay. Wieso hat denn unser Personal Drogen? Also, ist zumindest hier so bezeichnet, der Alkohol. Die nehmen gleich die harten Drogen. So, was haben wir hier? Das ist alles Metall, Metall, Metall. Okay, das Metall wird ja entdeckt. Also, wenn das geschmuggelt wird, das kriegt man ja mit. Okay, riechen, das ist, glaube ich, der Hinweis dafür, dass unsere Spürhunde, wenn wir denn mal welche hätten, aufspüren könnten. Die Frage ist, wie wir denn die anderen Drogen aufspüren können. Das können scheinbar die Spürhunde noch nicht. Okay, was können wir denn hier noch auswählen? Letzte 24 Stunden, was war denn da? Nur der hier. Okay, der hat die Gabel geklaut und von wo denn? Hereingeschmuggelt von einem Gefangenen. Ernsthaft, die wurde reingeschmuggelt, die Gabel. Nicht mal aus der Küche hier entwendet. Wer schmuggelt denn eine Gabel ins Gefängnis? Also, oder wer wirft denn eine Gabel über eine Gefängnismauer? Keine Ahnung. Wo kommt das Ding her? Ja, auch über die Gefängnismauer, ja. Wir sollten hier, denke ich, schon über kurz oder lang diese zweite Gefängnismauer noch drumherum bauen. Weil ich glaube, dann hat das zumindest erstmal ein Ende. Dann
Ja gut, ein paar Sachen werden halt auch von draußen mit reingeschmuggelt. Aber viele Sachen, seht ihr, werden auch einfach über die Gefängnismauer geworfen. Und da müssen wir eigentlich ja, ein bisschen vorbeugen, dass das nicht zu häufig passiert. Und da wäre natürlich eine zweite Gefängnismauer um die Gefängnismauer. Ja, durchaus was Praktisches. Aber fehlt uns halt die Kohle. Brauchen wir so viel davon? Können wir denn nicht auch, das hat, ich glaube, ich hatte doch sowas schon mal gesehen, eine Baumschule. Ist jetzt nicht die Endlösung hier, ich will es nur mal hinbauen. In der Hoffnung, dass sich jetzt irgendeiner verantwortlich fühlt, dort Bäume zu pflanzen, die wir dann verkaufen können langfristig. Einfach um ein bisschen Kohle zu machen. Wobei das, glaube ich, keine gute Idee ist, weil unsere Gärtner jetzt auf Wochen ausbeschäftigt sind oder voll beschäftigt sind. Ja, genau. Die fangen jetzt hier an, Bäume zu pflanzen. Cool. Mal gucken, wie es aussieht. Also, weißt, was für Abstände die das machen? Ah, okay. Naja, also ist ganz schön was zu tun dort, glaube ich. Ja, auf jeden Fall würde jetzt hier eine kleine Baumfarm entstehen und die Bäume können dann im Laufe der Zeit auch geerntet, also was heißt geerntet, die werden dann gefällt und ja, dann werden wieder neue Bäume gesetzt und so weiter und so fort. Tja, es ist Schlafenszeit, Zeit für eine Razzia. 2 Uhr morgens haben wir. Das heißt, die sind schon eigentlich im Tiefschlaf und werden jetzt von uns mal ganz freundlich aus dem Bett gebeten. Auf dass wir, ja, dort einfach mal schauen, was denn schon wieder alles hier ins Gefängnis gefunden hat. Nachdem wir jetzt letzten Tag ja auch nicht, auch keine Razzia gemacht haben. Ist denn hier in diesem Luxusgefängnis mal jemand drin? Nee. Gar keiner. Aber ich wette, wir haben irgendwo einen Gefangenen, der es verdient hätte. Schicke alle gewillten Gefangenen in ihre Zellen. Ach so, okay. Schmuggel. Na, dann zeig mal her. Informanten? Du hast keine aktenkundige GIs. Rekrutiere Gefangene in einer Zwangslage. Zum Beispiel Einzelverwahrung. Wir haben doch eine Einzelverwahrung hier drin irgendwo. Oh, da wurde ein Tunnel gegraben. Na super. Und vor allem, das kostet gleich wieder. Hat der sich auch noch gewehrt, der Arsch? Ruf. Ein ehemaliger Gesetzeshüter, echt? Und der gräbt einen Tunnel auch noch. Ein ehemaliger Polizist in deinem Gefängnis. Wenn das mal nicht böse endet. Sobald die anderen Insassen das mitbekommen, es wird böse enden. Okay. Aber da haben wir doch, also abgesehen davon, dass der gerade totale Scheiße gebaut hat, dem halt da sich freibuddeln wollte. Wir können ihn doch aber zumindest isolieren. Nein. Ja gut, isolieren bringt dann jetzt auch nicht so viel. Gefangene durchsuchen. Zu Schützende. So, das ist jetzt ein zu Schützende. Also ein zu Schützender, aber wo ist denn der jetzt hin? Ich sehe den gar nicht mehr. Wie soll denn der sein? Ist jetzt wieder in seiner Zelle? Okay, der ist wieder in seiner Zelle. Ich dachte, der wurde hochgebracht. Auf jeden Fall müssen wir hier seine Zelle erstmal säubern. Von dem Tunnel, den er hier graben wollte. Ja, was passiert denn jetzt mit dem? Ehemaliger Gesetzeshüter. Isolierung, 2 Stunden. Fluchtversuch, Zerstörung, Personal angegriffen. Das auch noch, Alter. Und dann tun wir den jetzt noch schützen. Wir sind einfach zu nett, würde ich sagen. Ja, keine Ahnung. Hohe Gefahrenstufe, extrem gefährlich. Ja, es ist er nicht. Ich denke mal, der hat einfach nur Schiss gehabt. Und wollte einfach raus, weil ihm vielleicht hier irgendwelche Gewalt angedroht wurde. Aber was macht denn ein ehemaliger Gesetzeshüter auch im Gefängnis? Das macht man doch nicht. Vor allem würde mich jetzt einfach mal interessieren, was mit dem passiert.
Das würde mich auch mal interessieren. Wir machen hier mal nebenbei den Boden wieder neu. Den hat er halt zerstört hier. So, was passiert denn jetzt mit dem? Gar nichts. Der wartet auf seine Isolierungshaft, glaube ich. Und er fühlt sich unterdrückt. Hm. Wir haben, glaube ich, auch zu wenig Zellen für die Einzelhaft. Da brauchen wir mal mehr. Die brauchen halt zu viel Mist und Blödsinn hier drin. Aber gut, die haben halt auch zu viel Zeit. Die wissen halt nichts mit ihrer Zeit anzufangen. So, wir wollen jetzt auf der Seite hier mal weitermachen. Und, na, das haben wir theoretisch schon. So. Müssen wir das noch dazu nehmen? Eigentlich nicht. Jetzt jedenfalls zumindest nicht in dem Fall. Nicht genug Geld. Hm, na super. Na dann warten wir mal, bis wir die 2790 zusammen haben. Das müsste aber relativ flott... Oh, jetzt passiert was mit ihm. Warte mal, jetzt will ich lieber das sehen. Was mit dem passiert. Können wir dem irgendwie verfolgen? Bewertung, geschätzte Rückfälligkeitsrate. 24%, okay. Erfahrung, 11 Tage in deinem Gefängnis. So, da wird er abgeführt. Wahrscheinlich erstmal in die Einzelhaft. Okay. Können wir denn mit dem jetzt hier irgendwas anstellen? In der Einzelhaft? Nee, irgendwie nicht. 11 Tage in deinem Gefängnis, Personal angegriffen, Fluchtversuch, Zerstörung, Waffenbesitz, Drogenbesitz. Alter, was hat der denn alles gemacht hier? Hm. Aber wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt, dass sowas möglich ist, hier mit zu schützen. Ne? Und dass ehemalige Gesetzeshüter jetzt auch hier eingesperrt werden, wahrscheinlich noch irgendwelche ehemaligen Richter und so weiter und so fort. Ja, finde ich cool. Gefällt mir. So, jetzt sitzt der hier seine 2 Stunden, glaube ich, ab. Und dann würde mich aber trotzdem interessieren, wie wir den denn jetzt im Endeffekt schützen. Oder was das denn für eine Auswirkung hat im Endeffekt. So, 30 Minuten, das warten wir jetzt ab. Das will ich sehen. Das interessiert mich, wie wir diesen Raven schützen können. Was unsere Gefängniswärter dafür tun. So, da wird jetzt wieder abgeführt. Und... Super, in die Gruppenzelle. Wenn aufs Maul gelernt, gleich von 10, 20 Leuten auf einmal. Warum auch nicht? Dachte, der kriegt jetzt eine Art Einzelhaft. Was macht... Alter. Nicht dein Ernst, Junge. Der lässt sich gleich was rüberwerfen. Der geht da nicht umsonst lang. Wir warten einfach mal ab. Der lässt sich hier gleich irgendetwas rüberwerfen. Der wird gleich durchsucht. So, das macht er nämlich gleich kehrt, genau. So. Und wir sagen, du bist jetzt extrem gefährlich. Wir werden dich durchsuchen. Und dann für 24 Stunden isolieren, denke ich mal. Was der denn die letzte Zeit alles angestellt hat. Also extrem gefährlich ist er nicht. Der hat einfach nur Grütze im Kopf. Wir machen dich mal auf normale Gefahrenstufe. Jetzt bin ich gespannt. Na? Zeig her. Ich wusste es. Okay. So, der kriegt eine Bestrafung von... 24 Stunden Isolierung. Die erlege ich ihm jetzt mal selber auf. Hm. So ein Arsch. Gibt's ja nicht. So. Und ich sehe, die Aufnahme geht schon wieder Ewigkeiten. Wir müssen mal beenden. Ja, ich bedanke mich natürlich wieder dafür, dass ihr so fleißig hier am Zuschauen seid. Und ja... Hoffe, ihr seid demnächst wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Prison Architect. Bis dahin, ciao, ciao.